So, jetzt aber. Ja, wäre doch gelacht, wenn wir das nicht in die Reihe kriegen würden. Ja, was machen wir heute Schönes? Wieder mal quatschen? So, quatschen wir doch öfters, ne? Ja, ich habe mich jetzt ein bisschen darauf eingeschossen, dass wir vielleicht nicht jeden Tag irgendwie, ja, so eine Produktion machen, weil ich habe festgestellt, weil wenn man zu viel macht, dann verteilt sich das ja so ein bisschen auf die, ja, weiß ich nicht, ja, auf andere YouTube-Kanäle. Ja, aber trotzdem erstmal da oder Glück auf und ich hau fang ja auch, könnte ich jetzt auch sagen. Ja, was mache ich heute? Ja, ich bin so am Überlegen, so eine Mischung Strammer Max. Ja, klingt immer gut, ne? Strammer Max ist immer gut. Aber ich möchte ihn umbenennen. Vielleicht fällt mir ja noch im Laufe des Filmes oder des Filmens ein, wie ich ihn nennen könnte. Also wie ich das, was ich heute zubereite, welchen Namen ich da gebe. Ich habe auf jeden Fall schon mal jede Menge Eier besorgt. Ja, also ich denke mal, könnten so 30 Stück vielleicht sein. Ja, also wir brauchen keine Potenzpillen. Also nicht, dass ihr das jetzt irgendwie vermutet, ne? 30 Eier. Ja, also nee, so schlimm ist es nicht. Nee, guck mal, guck, kick ist da. Ha? Fla! Netherlands. Ein bisschen mit Netherlands Brode. Ach ja, ich hätte ja auch das machen können. Aber nee, das mache ich nicht. Ich mache jetzt was anderes. Ich mache jetzt statt, was ich vorhab. Und das sind Eier. Ah, Eier. Ich liebe Eier. Eier sind übrigens überhaupt immer gut, ne? Da steckt ordentlich was drin. Ja, Power. Ja, viele meinen immer, oh, Eier, Cholesterin, Scheiß. Ja, aber das hat sich herausgestellt. Mein Ich, habe ich mal gehört. Ihr könnt mich ja verbessern, wenn ihr wollt. Das wäre gar nicht so, ne? Nee. Das ist ganz anders. Ich nehme erstmal ein bisschen Brot, weil da kommt immer Brot runter, ne? Wisst ihr ja, ne? Oder? Wisst ihr das? So, ich muss mal eben kurz. Ah, oh, jetzt geht es. Ich muss mal eben hier so ein paar so Teller rausholen. Ne? Ich kaufe klingt gut, ne? Ist holländisch, Niederlands. Ich weiß es nicht, Holland, Niederlande. Ja, das sind ja zwei verschiedene Sachen. Da darf man ja auch nicht immer so mit jedem titulieren, ansprechen. Ja, ich habe da so immer so, ich weiß es nicht. Ne? Also, ja, manchmal weiß ich wirklich nicht. Dann bin ich am Überlegen, machst du das nur richtig? Ja, und das ist man halt einfach so. So, ich werde jetzt hier mir einfach mal Dingens, ich brauche, was brauche ich denn? Nee, habe ich gar nicht. Ja, wir haben das andere ist gefroren. Wieso habe ich denn keine Butter? Hast du eine Mutter, dann hast du immer Butter. Leider. Aua, gefroren. Kann man gut hören, ne? So, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich nichts zum Anbraten, weil ich mache das nicht so gerne in Öl. Ich muss mal eben ein Hörgerät runterstülpen. Ich mache das so nicht so gerne in Öl. Dann nehme ich lieber Butter, also Brot anbraten, ne? So in der Pfanne so, ne? Kennen Sie das auch? Brot? Oh. Und dann schön in der Pfanne. Ah, früher haben wir auch mal Öl genommen, das ging auch. Ne, aber so Butter. Das Brot anbraten in der Pan und dann mit, ich muss das mal nur hier auseinander kaputzeln, vielleicht kriege ich ja ein Stück da rausgebissen und dann mit, also wenn es ein bisschen goldig braun geworden ist, ja, mit so einem, sag mal schnell, mit Knoblauch, ne? Schneidest du Knoblauch vorne in die Spitze so ein bisschen an und dann reibst du das über das.
etwas knusprig gewordene Brot so drüber reiben. Und dann ein ganz bisschen Salz drauf. Oh Leute, da kannst du allein von satt werden. Ah. Ja, so ist das. Jetzt muss ich mal nur gucken, ob ich da jetzt hier dann ein bisschen so. Das fliege ich mir gleich hier quer durch den Raum. Die Finger möglichst weg. Oh Gott, ich habe ein Stück ab. Mehr brauchen wir ja auch nicht. Mehr wollen wir nicht. Ich habe da irgendwo, also im türkischen YouTube-Kanal, habe ich da so ein Bingel wieder da. Jetzt bin ich wieder da. Habe ich so ein Induktionsherd gesehen. Einen doppelten, also für zwei Platten, ne? Oder zwei Kochplatte oder so. Und der war schön. Der war so schwarz. Und dann oben diese Glasplatte, die war doch tatsächlich schön mit einem Blumenmuster. Also ich glaube, das waren so Rosen. Ich konnte ja nicht so, weil da stand ja schon ein Kochbuch drauf. Und ich konnte jetzt den Film nicht anhalten und die Dame da in Türkei anrufen und sagen, tu mal den Kochbord weg, sag mal bei dem Preis und wo hast du gekauft? Konnte ich leider. Upsala. Das ging leider nicht. Aber das könnt ihr mir glauben, ich hätte es gerne getan. Weil wie gesagt, das ist wirklich schön gewesen. Also schön, die Herdplatte schön. War schon schön. Schon schön. So, jetzt muss ich das hier den Eisbrocken hier so ein bisschen weich kriegen. So, das schaffen wir. Das kriegen wir hin, Leute. So, das kriegen wir geregelt. Ich brate jetzt einfach die Brotscheiben ein bisschen an. Ich kann euch ja mal so näher ranholen. Achso, nee, das sind erstmal meine Eier. Da könnt ihr euch meine Eier angucken. Achso, ja, das könnt ihr auch sehen. Ich habe hier Brot. Hier ist noch eine Tasse Tee. Hat sich für Küken klar gemacht und dann habe ich hier noch Tomaten. Ich habe hier Pilze, die werde ich auch noch verwerten. Und dann habe ich hier, frecherweise habe ich hier auch noch, ich muss mal eben kurz mal mit dem Finger umdrehen, ein bisschen Fleischwurst. Die würfel ich gleich und dann kommen die hier mit drauf. Guck mal. Oh. Yay. Das sieht doch gut aus, ja? Ist das gut oder ist das gut? Könnt ihr euch sagen, sehr gut. Ich akzeptiere einen sehr gut. Ich mache jetzt mal ein bisschen runter die Temperatur. Hätte doch irgendwo hier so ein. Ah, da habe ich ihn. Ach ja. Nee, wir machen das nicht so, nicht mehr so ganz so oft. Filmchen. Guck mal. Jetzt hier so damit Knoblauch. So eine Knoblauchzehe drüber reiben. Und dann so eine kleine Prise Salz drauf. Oh Leute, das ist so schmeckrig. So. Ja, immer schön aufpassen, dass es nicht anbrennt, weil der Nachbar, der wundert sich dann, warum verbrennt hier einer Brot? Das riecht nämlich überall lang nach Brot, also nach verbranntem Brot. Ja, aber das, wie gesagt, das war so eine große Herdplatte, also doppelt. Und diese Platte obendrauf, dieses Glas hier, ja, dieses Kochfeld, ja, das war mit Blumenmuster. So, ah, ich fand das richtig schön. Nur wie gesagt, ich konnte das nur außenrum sehen, ja, weil da stand jetzt was drauf und leider konnte ich nicht erkennen, ob das jetzt Rosen oder Chrysanthemen waren. Das weiß ich nicht. Ich weiß das nicht. Und du bist Hendrik Haverkamp. Ach ja, ist was Holländisches, müsst ihr jetzt nicht drauf reagieren. So, jetzt nehme ich das hier schon mal. Ich nehme jetzt hier so zwei Scheiben, doch für einen Teller kommt die nächste Ladung. Zwei Stück bitte, nicht drei, danke. Zack, drauf. Restbrot können wir uns beiseite legen. Ich mache jetzt schon mal die Pilzelose. Und dann schütte ich die das Wasser ab. Weil das Wasser, guck mal, ich mache jetzt immer hier so ein, ja, so ein bisschen auf. Ja,
Wenn ich jetzt das Wasser auskippe aus dieser Dose, dann fallen mir die Pilze nicht in den Spülstein. Ja, okay. Ein bisschen mehr Luft geht. Ach ja. So, das sieht gut aus. Ja, die Fleischwurst, die werde ich jetzt auch so ein bisschen mal leicht umgestalten. Umgestalten, genau gut, ne? Optisch, eine optische Veränderung der Fleischwurst hervorrufen. So, dann könnte genügen. Ich sage erstmal ja. Dann machen wir uns die Pelle hier so. So, so Rockwurst. Rockwurst. Das Niederlands. Rockwurst. Ein bisschen im Rauch gemacht. Ja. Für den Koch. Nom, nom, nom. Ihr könnt jetzt nicht so viel sehen, ne? Guck mal da. Hier muss ich eine Verdrehung machen. Hoch. So. Schau mal einer, guck. Ein bisschen. Immer so ein bisschen drehen, aufpassen, dass das nicht anbrennt. Das ist sonst bah, wenn es angebrannt ist. Das schneiden wir uns hier so dünne, längliche Scheiben ab. So. Dann machen wir uns da so kleine, dünne Streifkes von. Deponieren wir die alle so ein bisschen nebeneinander. Und dann machen wir die langen Streifen. Aus den langen Streifen machen wir jetzt einfach kleine Würfel. Könnt ihr das alle gut sehen? Bin noch ein bisschen weiter weg wie sonst. Aber so habe ich ein bisschen mehr Wirkungsmöglichkeiten. So, ja, ich würde sagen, das reicht. Jetzt muss ich hier wieder gucken. Ja, Hallöge, Popöge. Ja, das reicht. Mehr brauchen wir hier nicht. So eine richtige Holzfällern oder Holzfällerinnen. Nahrung. Holzfällerinnen. So. Aber hier mache ich jetzt eigentlich erstmal die Temperatur aus. Ja, weil, das seht ihr gleich. Ich schmeiße jetzt hier einfach schon. Das ist mehr so ein Rührei. Ne? Also ihr braucht da nicht vorsichtig mit euren Eiern umgehen. Knallt die da rein, wenn ihr meint. So. Ein Bitcoin Plattitsprode. Ja, ich habe da vorhin jemanden kennengelernt. Markus. Markus. Ich bin Markus. Markus, hallo. Ich will ja hoffen, dass du Abo machst, auf Abo klickst und den hier nicht vergessen, ne? Ganz wichtig. So, wie viele Eier habe ich? 2, 4, 6, 8, ne, oder? Wie viel zählt ihr? Ich mache ein paar mehr dran. Hebt die Potenz. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Sagt man so. Ich meine, ich habe zwar noch nie Austern gegessen, das soll aber da genauso sein. Irgendwie Eiweiß oder was, ich weiß nicht. So, und jetzt gehe ich hin. Jetzt rühre ich so ein bisschen
Nur das Eigelb jetzt hier mal so ein bisschen. Also ich mache jetzt nicht so hier das Eiweiß vom Boden, was so am Boden haftet. Da gehe ich jetzt nicht unbedingt hin und zerreiße das, sondern ich lasse es so. So. Und dann hauptsächlich ist so wichtig, dass es flüssig ist hier, ne? So, dann könnt ihr nämlich dann gut bearbeiten. Und die Bearbeitung sieht dann so aus. Wir streuen jetzt hier Rockwurst. Schön mit ins Ei rein, so dass das versumpft. So wie Kirschen im Versumpfkirschkuchen. Kersen. Kersen, jo. So, dann nehme ich hier so noch meine, das sind meine Tomaten aus meinem Garten. Ja. Ach, die spritzt mich an. Ich muss das mal eben scharf machen, Leute. Kleinen Moment. Immer schön abreiben, das Messer, weil wenn ihr nämlich Messer scharf gemacht habt, dann habt ihr nämlich da Späne dran. Die müsste möglichst ab. Oh Gottchen. Jetzt schießt das hier durch die Tomate durch. Guck mal, einmal schauen. Schießt gleich ohne Ende. Tun wir uns jetzt auch da drauf. Ach, guck mal, wie das gleich schön ausschaut. Ich hau von jau meine Eier, hau die jau. Södele. So, ne? Ist das schön? Ist das schön. So, jetzt habe ich ja hier meine Pizza. So, alles muss rein. So, dann nehme ich mir meine Pinzette und greife da so rein. Guck mal, guck mal richtig hin. Guck mal da. So, richtig schön, damit das so richtig da reinfällt. So, wow. Ja, das hat so ein bisschen. Ich sag mal so ein bisschen was vom Omelett, ne? Omelett. Ja. Aber das ist ja irgendwie anders. Das Omelett wird ja alleine gebraten. Und dann kommt dann hinterher, kommt dann hier das Gemüse oder Pilze oder Hühnchenfleisch oder was immer auch. Ja, das kommt dann da so drauf. Jetzt fliegt mir das schon alles ziemlich hier gegen. Muss ich aufpassen. Ne? So. Zack, siehst du. Guck mal in der Schau. Hier für euch Kinder. Zack, Pilzeleckerchen. Meine Katzen mögen auch Pilze, ja? Stimmt. Keine Panik auf die Titanic. So, die Fleischwurst, die werde ich jetzt mal wieder wegzaubern. Ne, hier bin ich. Hallo? Ja. Nicht zanken, Leute. Also Katzen. Ah, aua. Ach, oh, Gottchen. Ey, leck mich an den Fuß. Ich brauche unbedingt eine Massage. So, jetzt lassen wir das schön langsam stocken. Warum müssen Eier eigentlich stocken? Doof oder was? Tee, allein Tee oder Kaffee, ne? Tee muss arbeiten, der muss nämlich ziehen. Kaffee, die faule Sau, muss ich setzen. So, jetzt seid ihr dran. Warum ist das so? Ne? Aber ich sag mal, das zählt alles zu der deutschen Sprache. Ja, und die ist, wie gesagt, komisch halt. Ne? Ich mache jetzt eine Prise Salz drauf.
Also ich möchte jetzt nicht sagen, genau wie das ausschaut, ne? Also optisch gesehen. Also wenn ich das jetzt so sehe, ich würde fast sagen, das ist so, guck mal, das sieht so ein bisschen aus wie Oktoberfest hinter Bierzelt, ne? Oder? Ja? Kann das sein? Ah, oh, müsst ihr euch nicht dran, was, ne? Also, ich mache noch mal ein bisschen Salz hier auf meine gebackenen Stullen. Stullen heißt das hier. Brot, ne? Also beschmiert, ne? Also nicht ihr oder ich beschmiert. Ich mache da nur noch so ein bisschen, eine kleine Prise Salz. Ich könnte ja auch hingehen und dann einfach so ein bisschen Knoblauch drauf reiben, ne? Könnte ich das? Mache ich das? Ich mache das. Kleinen Moment, ich bin gleich wieder da. Nur ein bisschen so die Schale da abziehen. So. Kommt mal rüber. So, siehst du? Guck mal, ich habe jetzt so einen Knoblauch, so eine schöne Knoblauchzehe. Und jetzt gehe ich damit einfach nur so. Ist so ein bisschen, wenn die aus der Pfanne kommen, so leicht wie Schmirgelpapier. Ja. Guck mal, hier der nächste Teller, weil wir sind heute mit zwei, aber nicht wundern. Guck mal, der wird immer weniger, siehst du das? Da, schon wieder ein Stück weniger. Oh, lecker. Oh. Ja, weißt du, so macht man das hier. Ja, so kann man das machen. Muss man nicht, kann man machen. Darauf kommt es nämlich an, dass man das kann. Wenn die Finger stinken, geht mal hin an eure Nerosta-Stahlspüle. Oder wenn ihr so einen Teekessel habt, ja, reibt die stinkenden Knoblauchfinger so jetzt nicht, dass er denkt, kommt da gleich Genie raus oder so. Nee, dann wird das weniger. Dann wird gleich, also von allen Seiten, es gab ja mal, ja, die Leute haben es nur nicht kapiert. Die Früchte sind schon eigentlich schon fast gar nicht mehr. Es gab ja mal so eine Seife, so eine angebliche Edelstahlseife. Da haben die Leute gedacht, ne, du willst auch jeden Scheißsack kaufen. Du verkaufst einen Kieselstein hinten vom Kiesbaggerwerk. Ja, und sagst, das ist der heilige Brocken von, wo Jesus drauf ausgerollt, gerutscht ist oder so. Ja, auf jeden Fall, nur ist weg, siehst du. Auf jeden Fall, nein. Ja, das haben viele Leute so gedacht. War aber nicht so. Weil Edelstahl hat so eine komische Besonderheit. Ja, ihr fasst Edelstahl an. Und die Gerüche wie Fisch, Zwiebel, Knoblauch. Entfleuchen. Jetzt braucht er vielleicht nur noch mal die Finger waschen, weil zwischendurch muss es ja mal sein. Ja, und ja, das stockt hier schon ganz gut. Und dann ist es ja auch gut, ne? Also, nur mal so einen kleinen Tipp, mach das mal. Knoblauch und dann Edelstahl. Ich verkaufe euch meine Edelstahlkanne. Ja. Nee, das ist ein altes Erinnerungsstück aus der Türkei. Da hatten wir Urlaub. Ich habe auch noch eine andere hier oben. Da, schaut mal. Da. Aber die habe ich mir hier gekauft. Am Schwan in Duisburg. Ja, also so schlimm ist es nicht. Ja, ich hätte. Ach so, guck mal hier. Da. Findet ihr das schön? Da sind Pilze drin. Ja, also die getrockneten Pilze, die ich euch ja noch mal, glaube ich, mal gezeigt habe in einer der vorherigen Sendungen. Ja, hier ist noch leer. Da habe ich auch drauf geschrieben, das sind so Kärtchen, ja, wie früher so an die Medizinflaschen, ja, die man so am Bett stehen hatte. So Kärtchen. Und da steht dann drauf, nicht Heilige, Vielfalt,
ja, und Steinpilz und so. Und das mache ich hier genauso. Und dann haben mir Küken und Niki zusammen genäht. Einer hat das eingefädelt hier mit dem, zum Zuziehen. Das kann man hier nämlich wunderschön auf- und zuziehen. So richtig schöne Beutelchen, wie so ein Turnbeutel. Ne? Wart ihr auch früher mal Turnbeutel vergessen? Ne? Oh, okay. Oh, gut. Toll. Naja, egal, auf jeden Fall. Da kann man schön Kräuter und Gewürze und so etwas. Wunderbar drin lang. Knoblauch könnte ich da auch reinmachen. Auch eine Idee. Ja, also muss man mal drüber nachdenken, ne? Ja. Was mache ich jetzt? Ja. Thema, habt ihr ein Thema? Ihr solltet doch ein Thema in den Kommentaren mal ruhig reinschreiben. Macht das ruhig. Ja? Ohne Probleme, kein Thema. Brauchen ein Thema. Also, sind doch zwei Löffel. Ja, ich sag jetzt mal hier, da muss ich jetzt immer so ein bisschen schauen. Ah, ja. Ich finde es immer gut, wenn da. Hier bin ich. Ich finde es immer gut, wenn das Ei sich schön aus der Pfanne löst. Ja, da könnt ihr vorsichtig, ja, also Messer und Pfannen sollte man tunlichst aufpassen. Ist nicht gut, wenn man da ja, so mit dem Messer, scharfen, spitzen Gegenständen, metallische Gegenstände in so eine Teflonpfanne reingeht. Ich habe auch so eine, hier, so. Ich habe auch so eine richtige Schmiedeeiserne. Auch wenn er jetzt meint hier, oh, da ist ja schon, Teflon. Da ist ja gar kein Teflon drin. Die ist ja handgeschmiedet, ne? Also die hält so richtig als Hausordnung, ja. Wenn ihr mal also was ganz was Heißes machen wolltet, also nicht so, na, Sexfilme. Nein, das meine ich jetzt gar nicht. Also wenn ihr mal so richtig Steak braten wollt, dann braucht ihr ja viel Hitze erstmal, ja. Und dann Fleisch rein und dann Spritz und Peng und Knack und Knirsch. Nein, das meine ich, also doch, das meine ich wohl. Das habe ich wieder vergessen, was ich sagen wollte. Was wollt ihr eigentlich von mir? Ich blicke gerade in mein Dorf. Nein, auf jeden Fall. Dann müsst ihr so eine Pfanne nehmen. Die sind natürlich immer ein bisschen besser wie. Und dann lasst ihr das einfach stehen. Nehmt das mit der Pfanne, tut es im Backofen. Ja, bei kleiner Hitze einfach das Fleisch noch so ein bisschen gehen lassen. Ist doch kein Brot, heißt auch gehen lassen. Setzen lassen. Ist auch kein Kaffee, ne? Wie heißt das? Wenn ihr das wisst, ja? Was soll Fleisch nach dem Braten im Backofen noch machen sollen? Also ich bin jetzt wie ich. Ich meine, ich weiß schon viel, ne? Also komischerweise, ich schon seit Jugend an. Ne? Ich habe mir schon immer aufgepasst, was Kochen betrifft. Ne? Drehscheibe, Max Inzinger. Boah, ja, da kann ich heute noch Rezepte. Ja, da wieder ein Typ da, ich glaube, der war aus der ehemaligen, ja, das Toast Hawaii, aha, erfunden hat. Ja, das heißt aber auch nur, ich kann ja auch ein Eisbein machen, lege dann oben drauf eine Scheibe Ananas, dann habe ich Grillhaxen Hawaii. Oh, ey, ich bin ja total der Kochrezepte-Erfinder, merkst du? Mein Gott, bin ich gut. So, also das muss jetzt hier ganz gemütlich, langsam und stetig stocken. Ach, ich habe doch einen Käse gesucht. Hier ist doch einer. Aber der kriegt schon hart schon Haarausfall. Guck mal. Den kann ich aber jetzt nicht mehr zum Kochen nehmen. Den kann ich jetzt höchstens noch zum... Ich bin gleich wieder da. Keine Panik. Nee, ich wollte da... Ich habe da so ein Spielbrett. Und das wollte ich auf so eine Platte kleben. Also ist nur einseitig. Aber ich wollte das auf eine Platte kleben. Jetzt habe ich eine schöne gefunden. Ja, so ein Sperrholz, so ein ganz dünn, ja, aber um einiges rechts und links größer, weil das Ding ist so klein, das siehst du bald gar nicht. Und dann finde ich das immer ganz gut. Und dann wollte ich so ein bisschen, weil das so dunkelbraun, und dann wollte ich dann so schön
das Holz beizen. Man kann auch einen Fisch beizen. Die bringt mich immer wieder auf neue Ideen. Oh mein Gott, nee. Ja, man kann, oder Fleisch, ne, oder ein Rind, lecker, ne? Irgendwas Leckeres kann man beizen. Aber ich wollte doch eigentlich Stöckskes haben. Da, oder? Aber ich habe ein ja, das sind aber nicht die richtigen Leute. Da nicht, hier, da ist einer. Und hier, Stöckskes. Trommelstöckskes. Nein, das sind Stöckers. Stöckers von im asiatischen Essen. Da hat mich mal einer gefragt. Ah, ihr seid doch schwul. Ja, sicher sind wir das, habe ich geantwortet. Ja, toll. Wer ist denn von euch das Weibchen und wer ist das Männchen? Da habe ich gesagt, gut. Ja, bei dem asiatischen Essstäbchen. Was ist denn da das Messerchen und was ist denn das Gäbelchen? Ja, es gibt so Knaller, ne? Die haben den Peng nicht gehört, ja? Und muss es denn da eben einen Unterschied geben? Braucht doch gar nicht. Ja? Früher war ich auch ein Schwerstarbeiter. Ja. Da war ich auch ein Schwerstarbeiter. Und da musste ich auch meinen Mann stehen. Ja? Und es hat geklappt. Ja? Ich bin ja nicht mit Röckchen und mit Kickelschürze da über ein Stahlwerk gejoggt, ne? Oder so. Nee. Das war schon Feuerfestkleidung. Silbermantel und so, ne? Und Helm mit Visier und. Ja, goldbehauchten Anti-Blend-Glas vorneweg. Ja, aber was ich sagen, ich mache jetzt erstmal kurz Pause, das kann einfach in Ruhe ziehen. Mehr brauche ich hier auch gar nicht. Das mache ich jetzt einfach warm halten, weil Niki macht noch diesen. Und doch, ich zeige euch das auch noch mal ganz kurz, damit ihr das noch mal gesehen habt. Ganz wichtig. So, also zur Erinnerung, es ähnelt so ein bisschen dem Oktoberfest hinterm Zelt, also hinterm Bierzelt, Optik, Tisch, ne, oder? Hat das was oder hat das was? Ich finde es gut. So, jetzt zeige ich euch mal diesen Tischstöckchen. Ich lege das nämlich hier rechts und links mal an der Seite. Ja, guck, so, da ist eins und da ist, weil ich habe nur für einen 24er im Deckel und hier, das ist die Pfanne ist 28 und funktioniert dann halt eben nicht. Na? Das würde mir in die Eier fallen. Der Deckel. Also in der Pfanne. Also mein Gott. Also, ihr, eure Gedanken, die möchte ich haben. Oh, Teresa Orlomski. Ja. Ich habe hier so Joghurtze mit Zitrone, mit Zitronellengeschmack. Die stelle ich jetzt mit dem Besteck auf den Tisch. Kleines Momentchen. Ah, hier ist unten auch zu. Was ist denn los hier? Mensch, Sommer. Ich brauche meine Tischläppkes. So. Kuckuck, da ist er wieder. Ging noch schnell und fast schmerzlos, ne? So, das lasse ich jetzt einfach hier so warm halten. Dann stockt das Ei. Ja, da stocken die Eier, besser gesagt. Und ohne, dass es halt unten noch verbrennt. Ja, also ich muss jetzt nicht, ich gehe jetzt mal noch nach oben, schau, was Niki macht. Wie gesagt, er hat sich was hingelegt.
schnarchte auf der Couch so ganz gemütlich einen weg. Er sollte eigentlich ins Bett für seinen Mittagsschlaf oder seinen Nacharbeitsschlaf. Wir haben heute diesen Feiertag, ne? Und ich habe im Briefkasten geguckt, es war kein Ostpaket oder Westpaket, war nicht. Ich bin ganz traurig. Sonst haben wir immer schon mal so ein Ostpaket bekommen. Und das haben wir jetzt leider nicht. Aber ich quäle es auch nicht. Keine Ahnung, ob die mit einem Leb haben oder was. Na egal, auf jeden Fall, ich bin jetzt erstmal hier für einen kleinen Moment weg. Und dann zeige ich euch gleich, wie das optisch fertig ausschaut. So, ich werde jetzt nochmal so ein paar Glöckchen sezieren, auseinander montieren, dann zu diesem Omelett, wie auch immer, hinzufügen. Muss mal eben kurz, ja, ist fertig gestockt. Ja. Mein Zauberlöffel. Ja. Erstmal alles wieder wegstellen, weil ich nicht mehr brauche. Machen wir einen kleinen Schluck Öl dran. Ich zeige euch das mal. So. Hübsch, ne? Oder? Könnte mir ja ruhig die Wahrheit sagen. So, ich würde jetzt mal hier die Gurken auseinanderfrutteln. Das können wir hier so ein bisschen abschneiden, obwohl das ist gar nicht giftig. Viele schneiden vorne und hinten so einen richtigen Zentimeter ab. Das, so einen Quatsch machen wir hier nicht. Ja, ich gehe jetzt hin, halbiere die Gurke. Hier oben war ja der Stiel dran. Jetzt gehe ich hin und schneide ganz hauchzart nebeneinander. Mache ich so Schnitte rein, die ich bis auf dem Brett durchziehe. Und zack, und so kann ich es schon gleich auf dem Ei oder den Kartoffelsalat oder Nudelsalat drauf dekorieren. So, da. Ne, da war oben. Schauen wir nach die Eier, wie die aussehen. Ja, die
fallen so ein bisschen auseinander, habe ich jetzt gemerkt. Hätte ich vielleicht noch ein Ei oben drauf machen müssen, damit jetzt vielleicht ein bisschen mehr ja, Halt bekommen. Aber das kriegen wir schon hin. Ja, ist jetzt nicht so selten hübsch, aber der Hunger treibt es rein. Ja, der ist vielleicht ein bisschen optisch schöner. Ja, sieht das gut aus? Geht, ne? Ja, und jetzt wünsche ich euch einen guten Appetit beim Nachmittag. Schön, dass ihr da wart. Auch nochmal Grüße nach der Niederlande, nach Holland oder wie auch immer. Ich vertue mich da immer ganz gerne. Ich weiß auch nicht, wer wo welches Abschnitt Niederlande ist und was Holland ist. Aber ist egal, es kommt trotzdem vom Herzen. Ja, und das ist wichtig. Gut, dann würde ich sagen, Glück auf, gehabt euch wohl. Ja, haltet die Ohren steif und den Rest auch. Schön, dass ihr bei mir wart. Schön, dass ihr uns unsere Filme bis zum Schluss angeschaut habt. Oder diesen Film bis zum Ende angeschaut habt. Guckt euch aber auch nochmal die anderen Filme an. Vergesst den hier nicht. Ja, ein Lob ist mehr wert wie eine Lohnerhöhung. Lohnerhöhung? Ich mache das ja nur zum Hobby. Ja, trotzdem, schön, dass ihr da wart. Ich bin stolz auf euch. Tschüssi. Macht's gut.